цікава для вас інформація з-за кордону, яку можна... Diese Informationen sind auch nicht zu kompliziert, aber das sind auch gute Informationen aus dem Ausland, die auch in der Ukraine einsetzbar sind. Genau, darum werden wir uns bemühen. Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu diesem kleinen Einschub, bei dem es gehen soll um europäische Erfahrungen, westeuropäische Erfahrungen mit Finanzierungsinstrumenten für den ländlichen Raum. Es wird gehen um Erfahrungen, aber auch um Konzepte des Finanzierens von Investitionen und aktuellen Bedürfnissen der kommunalen Finanzierung. Ja, Frau Jaroschko hat es schon gesagt, dankenswerterweise in der Vorstellung. Mein Name ist Tanneberger, ich komme also von der IAK Agrar Consulting, die auch den agrarpolitischen Dialog in Kiew begleitet und managt. Ich selbst bin von Beruf Landwirt und Agraringenieur, arbeite seit vielen Jahren als Fachredakteur und Agrarberater, war also in einem internationalen Zeitschriftenprojekt lange Jahre engagiert und als Chefredakteur eines landwirtschaftlichen Wochenblattes. Ja, da ist ja so die Vorstellung. Und bin seit 2020 bei der IAK in Leipzig Agrarberater für nationale und internationale Projekte. Ja, für diesen heutigen Tag habe ich uns einen kleinen Arbeitsplan vorbereitet. Es soll also gehen erstmal um Probleme im ländlichen Raum und um die Handlungsoptionen für Kommunen. Im zweiten Punkt werde ich Ihnen dann etwas über allgemeine Finanzquellen für die Förderung ländlicher Räume in Deutschland darlegen. Im dritten und im hauptsächlichen Teil wollen wir uns die Erfahrungen mit dem europäischen LEADER-Programm anschauen. Und dann soll es gehen um ein paar Anregungen für die kommunale Arbeit in der Ukraine und einen kurzen Ausblick. Damit zur nächsten Folie, bitte. Ja, die Probleme, die vor den ländlichen Gemeinden stehen, sind also vielgestaltig. Und ich habe versucht, sie mal in zwei wesentliche Gruppen aufzuteilen. Zum einen sind da die wirtschaftlichen Probleme, die also vor allen Dingen im Fehlen oder auch in der Überdominanz von bestimmten Wirtschaftszweigen liegen, die oft mikroökonomischen Charakter haben, also in der Rentabilität der Unternehmen begründet sind, die oft auch einen Mangel an Produktionsfaktoren oder Versorgungssicherheit in der Ursache haben. Ja, das sind also die Probleme, die die Unternehmen, die Betriebe angehen. Und ähnlich gelagerte Probleme gibt es natürlich auch in Bezug auf die Bevölkerung. Hier ist es ebenfalls ein Mangel an Versorgungsstrukturen oder auch Verkehrswegen, der uns zu schaffen macht. Und das gleichermaßen in Ost- und in Westeuropa. Ja, das ist also nichts, was es nur in Osteuropa gibt. Schlechte Straßen gibt es auch in Frankreich und in Deutschland. Das habe ich gerade selbst wieder erlebt. Ja. Die Arbeitslosigkeit ist ein Thema, insbesondere in stadtnahen Bereichen. Der Mangel an Bildungseinrichtungen oder auch an medizinischer Versorgung. All das ist Ihr tägliches Erleben, das ist das Erleben der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Landgemeinden in ganz Europa, glaube ich, gleichermaßen. Ja, und wie kann man nun mit solchen Problemen umgehen? Dazu bitte die nächste Folie. Ja, was kann man tun? Man kann natürlich zunächst mal die Arme in die Seite stemmen und zuschauen und abwarten. Man kann sagen, ja, wir haben ja für Änderungen kein Geld. Wir haben auch keine Anweisung, irgendwo etwas zu tun. Und im Grunde genommen, wir kleinen Leute können die Welt ja ohnehin nicht retten. Dann gibt es aber eine andere Gruppe von Menschen, meine Damen und Herren, die sagen, wir wollen kämpfen und wir wollen etwas ändern. Und unsere Kinder sollen hier auch noch ein gutes und glückliches Leben führen. Und deswegen müssen wir für unsere Interessen selbst einstehen.
Und das sage ich vor dem Hintergrund einer gewissen Erfahrung. Sie haben sicherlich mitbekommen, dass in Ostdeutschland nach der deutschen Einigung vor 30 Jahren auch gewaltige Probleme vor den Menschen standen, insbesondere in den Landgemeinden. Und erfolgreich waren damals und sind heute diejenigen, die ihr Schicksal in die eigenen Hände nehmen. Also die nicht warten, bis die große Regierung im fernen Berlin, Bonn, Moskau, Kiew irgendwo die großen Befehle loslässt, sondern die versuchen, etwas vor Ort zu bewegen. Und nun ist es an Ihnen zu entscheiden, in welche der beiden Gruppen Sie sich sozusagen einordnen wollen. Ja, das ist etwas, das können Sie sich sozusagen gerne im Lauf der heutigen Veranstaltung weiter überlegen. Das ist jedem seine private Angelegenheit, aber es ist natürlich ganz wichtig für die Entwicklung Ihrer Umwelt, wo Sie sich dort einordnen. Nächste Folie bitte. Um Ihnen einen Überblick zu geben, wie es um die Finanzierung der Landgemeinden in Deutschland steht und der kommunalen Wirtschaftseinheiten sozusagen, habe ich Ihnen mal die Finanzquellen aufgelistet, von denen die kommunalen Bildungen in Deutschland leben. Da gibt es zunächst mal als große Finanzierungsquelle die Steuereinnahmen. Das ist in Deutschland nach Grundgesetz, also nach der Staatskonstitution seit 1956 geregelt. Und dort ist bestimmt, dass der Bund, also die Föderation, wenn Sie so wollen, ein bestimmtes Set an Steuerarten erhält. Das sind also die Zölle, die Verkehrs- und die Kfz-Steuern. Auch die Kapitalsteuern und die Versicherungssteuern landen also beim Bund. Dann gibt es bestimmte Verbrauchssteuern und auch Teile der Einkommenssteuer und der Körperschaftssteuer, die beim Bund im Budget landen. Die Bundesländer erhalten im gleichen Zuge auch aus dem Steueraufkommen die Vermögenssteuer, die Erbschaftssteuer, bestimmte Verkehrssteuern und dann wieder Teile der Einkommenssteuer, der Körperschaftssteuer und der Umsatzsteuer. Sie merken also, es ist ein geregeltes Mix an Steuerarten für jedes Level sozusagen der kommunalen Bildungen. Und so ist es auch für die Gemeinden als kleinste Einheit sozusagen. Damit zur nächsten Folie bitte. Die Gemeinden finanzieren sich vor allen Dingen aus den Gewerbeertragssteuern der örtlichen Betriebe. Ja, das ist also fast die Hälfte ihres Budgets. Dann der Grundsteuer, also auf die Flächen, auf die Siedlungs- und Landwirtschaftsflächen. Und aus der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer und bestimmten Aufwands- und Verbrauchssteuern. Ja, damit kommen sehr unterschiedliche Budgets zustande. Die finden Sie in diesem schönen grünen Sternchen auf der rechten Seite. Und da sehen Sie ganz beeindruckende oder auch erschreckende Zahlen, nicht? Es gibt Gemeinden in Deutschland, die haben pro Einwohner und Jahr etwa 500 Euro zur Verfügung. Es gibt aber andererseits Gemeinden, die haben über 3.000 Euro zur Verfügung. Das sind also große Unterschiede und Sie können sich vorstellen, dass es den Menschen da unterschiedlich gut geht mit diesen Steueraufkommen. Damit diese Unterschiede, und damit zur nächsten Folie bitte, nicht zu groß werden, greifen Bund und Länder hier ein wenig ausgleichend ein und entlasten zum Beispiel die Kommunen von den Verpflichtungen des agrarsozialen Sicherungssystems. Das heißt, der Bund kommt hier für die Renten- und Unfallversicherung der Landwirtinnen und Landwirte auf. Mit einem hohen Milliardenbetrag, 4,2 Milliarden Euro, sind das im Jahr, die hier vom Bund als Haushaltsposition eingesetzt werden. Nicht minder wichtig sind die 1,2 Milliarden Euro, die über die Gemeinschaftsaufgabe
für die Agrarstruktur und den Küstenschutz eingesetzt werden. Das ist also das Hauptinstrument der deutschen Agrarstrukturförderung, wenn Sie so wollen. Dann gibt es daneben noch diverse Wirtschaftsprogramme. Es gibt einen Bundeszuschuss zum Nahverkehr und es gibt ein Bundesprogramm für die ländliche Entwicklung. Das alles ist also ein gewisses Finanzierungskonzert, ja, was der Bund hier den Gemeinden, den ländlichen Räumen zugutekommen lässt. Die Länder, also die Bildungen, die ihren Oblasten ungefähr vergleichbar sind, die Bundesländer haben eine etwas andere Aufgabe. Sie müssen jeden Euro, der aus Brüssel, aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds gewonnen wird, also für bestimmte Aufgaben, kofinanzieren. Sie müssen also dort noch einen Euro drauflegen, wenn Sie so wollen, damit am Ende dieser Euro aus Brüssel auch wirklich in Anspruch genommen werden kann. Nächste Folie bitte. Damit sind wir bei der Europäischen Union. Auch sie ist eine wichtige Finanzierungsquelle für die Förderung der ländlichen Räume in Deutschland. Hier ist zentraler Baustein der Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung der ländlichen Räume, der sogenannte ELA-Fonds. Dieser Fonds hat bestimmte Ziele. Diese Ziele liegen im Wesentlichen in der Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft, im Klimaschutz und in einer ausgewogenen ländlichen Entwicklung. Dafür stellt die Europäische Kommission jedes Jahr etwa 14 Milliarden Euro zur Verfügung. Das ist erstmal eine gewaltige Summe. Aber Sie müssen sehen, dass diese Summe natürlich auf 27 EU-Staaten aufgeteilt wird. Und damit sind die Beträge dann nicht mehr ganz so groß. Sie werden eingesetzt für diverse Unterziele, die ich Ihnen hier aufgeschrieben habe. Darunter sind die Vermarktung, der Tierschutz und auch das Risikomanagement, Wissenstransfer und Agrarumweltschutz. Ja, auch der Ausgleich von natürlichen Nachteilen in der Landwirtschaft zum Beispiel. Nächste Folie bitte. Der zentrale Programmteil sozusagen, das zentrale Programm für die Umsetzung dieser Maßnahmen ist das europäische LEADER-Programm. Dabei sind wir also bei diesem schönen Begriff LEADER. Ja, jeder, der das hört, denkt erst einmal, das müsste etwas mit Anführer zu tun haben, ja, mit Chef. Mit Chef hat das nichts zu tun. Es ist die Umschreibung eines französischen Terminus, der so viel bedeutet wie Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft. Ja, das alles in Französisch ausgedrückt ergibt dann diesen Begriff LEADER. Also es hat schon natürlich etwas mit Führungsrolle zu tun, weil diejenigen, die dieses Programm nutzen, natürlich eine gewisse Führungsrolle einnehmen. Sie tun etwas für ihr ländliches Umfeld und sie tun das seit über 30 Jahren. Das ist also ein sehr bewährtes und sehr traditionsreiches Finanzierungsinstrument mittlerweile. Und es ist deswegen bewährt, weil es von unten nach oben funktioniert. Also es ist nicht so, dass der Staat kommt und sagt, oder die EU, hier müsst ihr was tun, sondern die Bürgerinnen und Bürger des Landes kommen und machen einen Plan und sagen, hier wollen wir was tun. Ja? Landwirte, Unternehmen im ländlichen Raum, lokale Organisationen, auch Behörden durchaus oder Einzelpersonen finden sich in lokalen Gruppen zusammen und erarbeiten eine lokale Entwicklungsstrategie. Ja, sie analysieren, wo sind Schwachstellen, wo sind Probleme in unserem Umfeld und was müsste geschehen, damit diese Probleme gelöst werden. Und damit gehen Sie sozusagen dann in den Antrag für die EU-Förderung und gewinnen einen eigenen Haushalt, ein eigenes Budget.
das sie dann auch selbst verwalten, wiederum ohne den staatlichen Administrationsleiter sozusagen, sondern aus sich heraus, aus ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit heraus. Nächste Folie bitte. Dieser sogenannte Community-led Local Development Ansatz, ja, also eine von den Bürgerinnen und Bürgern getragene lokale Entwicklung, bewährt sich auf breiter Front in Europa. Und wir haben mittlerweile fast 3000 Leadergruppen, ja, lokale Aktionsgruppen, die einige 10.000 Projekte für die Entwicklung des ländlichen Raumes planen, durchführen und letztendlich auch einem Monitoring unterziehen. Finanziert wird das Ganze durch diesen Europäischen Landwirtschaftsfonds, von dem die Staaten obligatorisch 5% für LEADER-Projekte einsetzen müssen. Das ist also Bedingung der Teilnahme der Staaten an diesem Gesamtkonzept. 5% müssen für Regionalentwicklungsprogramme bereitgestellt werden. Nächste Folie bitte. Sie sehen hier am Beispiel Deutschlands, wie sich dann ein solcher Betrag aufteilt. Deutschland bekommt aus dem europäischen ELA-Fonds etwa pro Jahr 1 Milliarde Euro. Davon werden zurzeit 88% in verschiedene Maßnahmen der Direktförderung eingesetzt, ja, der betrieblichen Förderung, Investitionsunterstützung, Umweltschutzmaßnahmen, Ausgleichszahlungen, Bildung, Beratung und auch Innovationsmaßnahmen werden hiervon bezahlt. Gleichzeitig setzt Deutschland aus diesem 1-Milliarde-Betrag 12% für LEADER-Projekte ein, also Projekte der lokalen ländlichen Entwicklung. Deutschland tut damit deutlich mehr für die ländliche Entwicklung, als es muss. Ja, die EU schreibt 5% vor, Deutschland setzt 12% ein. Das ist also ein Bekenntnis auch des Staates zur ländlichen Entwicklung und es ist ein Ansatz, wie man im Grunde genommen auch politisch hier die Wirtschaft entsprechend unterstützt. Nächste Folie bitte. Am Beispiel des deutschen Bundeslandes Sachsen möchte ich Ihnen nun ein wenig näher erläutern, wie das alles funktioniert. Sachsen ist ein Bundesland im Osten Deutschlands, ja, im Südosten Deutschlands, ist natürlich in der Entwicklung in den letzten 30 Jahren stark vorangekommen. Nicht zuletzt deswegen, weil es eine führende Rolle in der Nutzung der LEADER-Programme sozusagen eingenommen hat. In über 30 Regionen des Landes gibt es LEADER-Gruppen, also aktive Lokalgruppen, die Projekte managen. Und diese Lokalgruppen bearbeiten jedes Jahr etwa 400, 450 Millionen Euro an Projektmitteln. Ja, sie bestimmen selbst ihre Strategie, ohne dass sie Vorgaben vom Staat bekommen. Sie erarbeiten ihre Entwicklungskonzepte und suchen Stärken und Schwächen und Entwicklungsmöglichkeiten in ihren jeweiligen Regionen, die sie natürlich gut kennen. Ja, das ist die große Stärke, dass sich hier Leute zusammenfinden, die ihre Region wirklich gut kennen und rufen danach natürlich dann Akteure zur Beteiligung auf. Das können Unternehmen sein, Vereine oder auch die Gemeinden oder einzelne Bürger, die dann sich in diesen Projekten engagieren und die Projekte erhalten also ein Budget von der Europäischen Union und eine offizielle Bewilligung durch den Landkreis ist dann natürlich gegeben. Damit ist auch eine gewisse Kontrolle gegeben, dass natürlich jetzt nicht sich in solchen LEADER-Projekten irgendwelche privaten Interessenten zusammenfinden, die dann nur ihr privates Süppchen kochen, sondern dass natürlich schon gemeinnützige Projekte von diesen Geldern bezahlt wird. Nächste Folie bitte. Bei diesen Projekten gibt es also eine große inhaltliche Vielfalt.
Um Ihnen das etwas zu verdeutlichen, habe ich aus Sachsen mal konkret einige Beispiele mitgebracht. Hier handelt es sich also um einen Spiel- und Gemeinschaftsplatz in einem Dorf in der Gebirgsregion des Vogtlandes. Das Problem bestand hier darin, dass für eine sehr aktive Jugend eigentlich irgendwie kein Platz im Dorf war. Ja? Die haben eine gute Dorfgemeinschaft gehabt mit sehr aktiven Menschen und die Kita brauchte einen Spielplatz und die Bürger brauchten ein Zentrum. Und da hat die örtliche Leadergruppe beschlossen, wir werden hier einen Antrag stellen, um also einen Versammlungs- und Betätigungs- und Spielplatz für alle Generationen aufzubauen. Und das ist in beeindruckender Weise gelungen. Sie sehen das dort auf dem Foto. Ein fröhliches Jugendleben sozusagen. Viele Gemeinden in Sachsen beneiden mittlerweile den Ort um diesen schönen Platz, auf dem sich alle Generationen hier gern treffen können. Das Wichtige daran ist für mich, und das will ich hier ganz deutlich unterstreichen, es ist hier nicht nur so, dass die EU Geld gegeben hat, sondern es ist hier so, dass gleichzeitig ehrenamtliche, also unbezahlte Kräfte die Pflege für diesen Spielplatz übernommen haben. Ja, das ist also ganz wichtig für die Nachhaltigkeit solcher Projekte. Natürlich muss es einen Investor geben, der erstmal das Geld bezahlt. Aber die Instandhaltung müssen die Menschen vor Ort selbst bewerkstelligen. Und das ist hier in beeindruckender Weise gegeben, dass also dieser Platz durch ehrenamtliche Helfer in einem guten Zustand gehalten wird. Nächste Folie bitte. LIDA greift natürlich auch in die Wirtschaftsförderung ein. Zum Nutzen der ländlichen Versorgung. Wir haben hier als Beispiel einen Bäckermeister, der aus seinem kleinen Bäckergeschäft ein etwas größeres Bäckergeschäft gemacht hat, mit 4 Filialen, mit einem Verkaufsmobil und einem Café. Und der damit natürlich wichtig ist für die Versorgung mit Brotwaren im ländlichen Raum. Und der aber natürlich dieses Wachstum nicht einfach so bewältigen konnte. Ja? Also wenn aus einer klitzekleinen Firma eine größere Firma wird, das ist mit vielen Schritten verbunden. Und deswegen hat die örtliche Leadergruppe ein Projekt aufgesetzt, in dessen Rahmen diesem Bäckermeister also ein computergestütztes Planungs- und Verwaltungsprogramm bereitgestellt worden ist. Damit kann er seine Arbeit rationeller organisieren. Und damit kann er auch mit den Anforderungen des Warenverkehrs besser zurechtkommen. Ergebnis: Ein Familienunternehmen ist auf eine gute Zukunftsentwicklung vorbereitet und die ländliche Versorgung ist entsprechend für die Bürgerinnen und Bürger gesichert. Nächste Folie bitte. Auch in die Bildungsarbeit greifen LIDA-Projekte entsprechend ein. Hier in der sächsischen Stadt Crimmitschau beispielsweise war der Schulsportplatz in einem sehr schlechten Bauzustand. Er war vernässt, er war nicht abgezäunt, es gab keine richtigen Sportstätten, keine Bahnen, keine Spielfelder. Und im Ergebnis eines entsprechenden LIDA-Projektes ist also dieser Sportplatz dann melioriert und modernisiert worden, sodass jetzt auf modernen Sportanlagen und über 100 Schüler, aber auch die Freizeitsportler und die Kindertagesstätte einen guten, modernen Sportplatz haben. Ja, also hier ist eine Aufgabe gelöst worden, die die freie Wirtschaft so nicht lösen konnte. Ja, und darin liegt die Stärke auch dieses Projektes und der kommunalen Zusammenarbeit. Nächste Folie bitte. LIDA leistet Hilfe auch in Bezug auf die medizinische Versorgung in den Landgemeinden. In dieser Stadt in Sachsen, in Oederan, gab es lange Zeit keinen Landarzt. Ja, Sie wissen das aus eigenem Erleben. Landärzte sind eine rare Spezies, eine rare Gruppe Menschen. Wer ist bereit, die weiten Fahrwege auf sich zu nehmen und bei Nacht und Nebel Patienten
im ländlichen Raum zu behandeln und zu versorgen. Hier war es so, dass ein junger Arzt gesagt hat, ja, ich würde das machen. Ich komme vom Land und ich würde das gern tun, aber ich habe selbst kein großes Geld. Ich kann keine Praxis mehr bauen und ich habe auch kein Haus, in dem ich das einrichten kann. Und da hat die örtliche Initiativgruppe tatsächlich ein altes Haus gefunden, dieses Verwaltungsgebäude einer ehemaligen Fabrik, hat es mit Hilfe von Mitteln der Europäischen Union saniert, modernisiert und dort eine Arztpraxis und gleich auch eine Arztwohnung eingerichtet, sodass der Herr Doktor ja auch dann abends und nachts, wenn die Patienten Sorgen haben, notfalls noch zur Verfügung steht. Also ein Schritt zur Sicherung der medizinischen Versorgung der Bevölkerung durch eine örtliche Leadergruppe. Nächste Folie bitte. Das alles klingt jetzt erstmal nach Erfolg und ich kann Ihnen sagen, das sind auch Erfolge, die sind auch schwer erarbeitet, diese Erfolge. Das fällt also niemandem in Deutschland einfach so vom Himmel. Aber Sie werden natürlich sagen, was bewirkt uns das jetzt für die Ukraine? Was haben wir für Nutzen davon? Da wird es Pessimisten geben, die sagen, ja, das hat für uns keinen Nutzen, denn wir haben ganz andere Bedingungen bei uns und das Leben ist viel komplizierter. Es wird aber auch Optimisten geben, die sagen, ja, man kann vielleicht etwas tun und man sollte etwas tun und wir probieren das mal. Tja, wer hat nun recht von den beiden? Entscheiden Sie wieder selbst für sich. Meine persönliche Meinung ist, ich halte es mit den Optimisten, ja, weil ländliche Entwicklung für uns alle etwas auch mit der eigenen Lebensqualität zu tun hat und mit der Lebensqualität unserer Kinder und Enkel. Und weil der stete Drang in die großen Städte nicht die Lösung der Weltprobleme sein kann. Wenn Sie schauen, was in Städten wie Tokio mit 38 Millionen Einwohnern los ist, in Delhi mit über 30 Millionen, in Moskau über 17 Millionen, Kiew hat auch keine 3 Millionen wahrscheinlich mehr, das sind auch schon mittlerweile sicher an die 5. Das sind nicht die Lösungsansätze sozusagen für die Zukunft. Deswegen brauchen wir die ländlichen Räume. Deswegen brauchen wir Aktivität in den ländlichen Räumen. Und es gibt auch in der Ukraine erhebliche Finanzquellen, um hier zu Erfolgen zu kommen. Meine Kiewer Kolleginnen und Kollegen haben freundlicherweise das einmal recherchiert und haben gefunden, dass es neben den ja etwas sparsamen Steuereinnahmen, die zurzeit noch an der Tagesordnung sind, eine ganze Menge von nationalen und internationalen Fonds gibt, Organisationen gibt, die bereit sind und in der Lage sind, ländliche Entwicklung in der Ukraine zu unterstützen. Also wenden Sie sich bitte auch an die Kolleginnen und Kollegen im Projekt. Es gibt dort interessante Informationen, mit welchen Organisationen man hier ins Gespräch kommen kann. Es wird Ihnen keiner eine Versprechung machen sozusagen, aber es ist natürlich durchaus eine Chance gegeben. Nächste Folie bitte. Nun ist die Frage, was kann man und was sollte man vielleicht auch heute schon tun? Zum einen gibt es Aufgaben, die ich für besonders dringend halte und wo ich auch meine, dass knappe Mittel durchaus in diese Bereiche investiert werden sollten. Das ist zum einen die medizinische Grundversorgung, und auch die Förderung der ländlichen Infrastruktur, der Schulen und der ländlichen Erwachsenenbildung. Das sind Felder, in denen die private Wirtschaft vermutlich nicht besonders aktiv sein kann, weil sie hier kein direktes Interesse hat und auch keine Finanzmittel dafür. Das sind also kommunale Aufgaben, wo sie mit knappen Mitteln auch eine ganze Menge erreichen können. Zum Zweiten rege ich an, kümmern Sie sich mehr als bisher um das Ehrenamt, also um Gruppen von Menschen, die sich zum Nutzen der Allgemeinheit freiwillig und unentgeltlich einsetzen.
Solche Vereine, solche Fördervereine gibt es in Westeuropa viele. Ich selbst bin engagiert in 4 solchen Vereinen, die unterschiedliche Zwecksetzungen der ländlichen Entwicklung verfolgen, die dort sehr aktiv sind und einfach Kräfte bündeln, die gegen Geld nicht da wären. Ja, das sind manchmal Menschen auch älterer Altersgruppen, die noch eine nützliche Tätigkeit suchen. Oder das sind junge Menschen, die Ideen haben, tolle Ideen einbringen, aber sagen, ich kann es nicht umsetzen, weil ich die Zeit dafür gar nicht habe. Und all das zusammenzubringen, das ist nicht teuer. Aber das ist eine Frage von guten Worten und einer sinnvollen Einstellung. Und damit kommt man auch ein ganzes Stückchen weiter in der ländlichen Entwicklung. Das Wichtige daran ist vor allen Dingen, Leute zum Mitdenken zu bewegen und eine gute Stimmung auch zu erzeugen. Ja? Kommunale Entwicklung gelingt dann gut, wenn alle mitmachen. Ja? Das ist eigentlich die Konzentration, auf die ich Sie also aufmerksam machen möchte. Nächste Folie bitte. Es gibt ein paar andere Tätigkeitsfelder, wo ich glaube, dass sie zunächst mal bei knappen Mitteln zurückgestellt werden müssen. Also teure und in der Entwicklung sehr unsichere Maßnahmen wie Wirtschaftsförderung, Investitionsförderung oder auch Ansiedlungsprogramme, die müssen von oben geregelt werden aus der Zentrale oder man muss sie bei knappen Mitteln erst einmal zurückstellen. Was die Wirtschaft vorwiegend allein regeln kann, ja, wo also die Gemeinden gar nicht unbedingt tätig werden müssen, das sind vor allen Dingen Versorgungs- und Vermarktungsstrukturen oder auch die Diversifizierung der Wirtschaft oder zusätzliche Bildungs- oder Krankenversicherungsangebote. Dafür sorgt die Wirtschaft ganz allein, ohne dass der Bürgermeister da einen Anteil haben muss. Insofern kommen Sie bei der Vielzahl von Problemen und Aufgaben bewusst zu einer Prioritätensetzung. Ja, finden Sie zu einer Prioritätensetzung, diese Dinge sind jetzt notwendig, andere Dinge später oder vielleicht auch erstmal gar nicht. Nächste Folie bitte. Damit zu einer kurzen Zusammenfassung, zu einem Ausblick. Die ländlichen Kommunen in Ost- wie in Westeuropa gleichermaßen stehen vor großen Problemen und sind deswegen natürlich auch ein Schwerpunkt der Politik. Die wirtschaftliche und die soziale Nachhaltigkeit sollten bei allen Überlegungen hier wirklich im Mittelpunkt stehen. Also die Frage, wenn wir etwas bauen, können wir es auch betreiben? Und wenn wir etwas machen, haben wir auch Leute dafür, die das langfristig sozusagen sichern. In den westlichen Ländern, haben wir gehört, gibt es durch die Europäische Union eine ganze Menge an Förderung. In der Ukraine steht derzeit durch die Steuermittel zunächst einmal deutlich weniger Geld zur Verfügung. Aber es gibt die Möglichkeit, sich Lösungswege abzuschauen. Wichtig ist für die weitere Arbeit aus meiner Sicht zunächst eine Prioritätensetzung in den Aufgaben und die aktive Suche nach Geldgebern, die auch für die Ukraine eine ganze Vielzahl von Programmen mittlerweile anbieten. Ja, warten Sie nicht, bis jemand kommt, sondern gehen Sie aktiv auf Suche. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei Ihren weiteren Recherchen dazu. Nächste Folie bitte. Wer hierzu weiter lesen möchte, kann dies gern in deutscher oder englischer Sprache tun bei diesen Literaturquellen, die ich Ihnen nochmal aufgelistet habe. Nächste Folie bitte. Und damit bleibt mir Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit heute zu danken und Ihnen eine gute Fahrt durch die ländlichen Räume Ihrer Heimat zu wünschen. Alles Gute. Дуже дякуємо вам, пане Танненберге. Дякуємо за Vielen Dank, Herr Танненберге. Vielen Dank für diese interessanten Beispiele aus Ihrer Heimat. Sie haben uns dargestellt, wie die Gemeinden, wie engagiert die Gemeinden sein können, wie aktiv sie auch Instrumente einsetzen können. Wir haben da noch Fragen in unserem Chat. Wir haben noch einige Minuten und jetzt möchte ich jetzt diese Gelegenheit nutzen, um diese Fragen zu stellen. Vitali Ponomarenko stellt die Fragen. Wie werden Landwirte besteuert in Deutschland, soweit ich verstehe?
und es wird es geht um, um es geht gibt es dann Unterschiede in der Pachthöhe für kleinere und für größere Landwirte und Agrarunternehmen. Okay, das sind zwei also komplexe. Pacht oder irgendwelche Steuerbesonderheiten, steuerliche Besonderheiten und so weiter. Pachthöhe oder Steuer? Beides. 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 Okay. Soweit wir verstehen. Ah, okay, wir gucken mal. Also zwei Fragen. Das eine ist, wie Landwirtinnen und Landwirte besteuert werden. Das hängt von ihrer Rechtsform ab. Ich selbst bin Nebenerwerbslandwirt und werde genau wie mein Geschäftspartner, der ein Haupterwerbslandwirt ist, also vollständig von den Einnahmen lebt, auf das jeweilige Einkommen besteuert. Das heißt, wir deklarieren jedes Jahr unsere Einnahmen und unsere Ausgaben und ermitteln einen Gewinn. Und aus diesem Gewinn erhebt der Staat eine gewisse Steuer. Die juristischen Personen machen das ähnlich, aber das Verfahren ist deutlich komplizierter. Dort wird also auch der Gewinn ermittelt und es wird die Gewerbeertragssteuer ermittelt. Und dann auch in das lokale Budget eingezahlt. Ja, also wir als Landwirte leisten direkt einen Beitrag zur Finanzierung der örtlichen Gemeinde. Zum Zweiten zahlen wir natürlich alle die Umsatzsteuer. Ja, wir bekommen als Landwirte bestimmte Waren und zahlen dafür Umsatzsteuer. Und gleichzeitig geben wir Umsatzsteuer aus. Ja? Also wir nehmen auch wieder Umsatzsteuer ein für unsere Produkte. Und das erfolgt also nach bestimmten Regeln und vorgeschriebenen Höhen. Und den Saldo zwischen Einnahmen und Ausgaben der Umsatzsteuer müssen wir also entsprechend abführen. Das geht dann wieder, haben wir ja gelernt, ja, in das überregionale Budget mit ein. Dann gibt es bestimmte Verbrauchssteuern. Ja. Es wird zum Beispiel in Deutschland zurzeit diskutiert, auf Pflanzenschutzmittel eine Steuer zu erheben. Oder es gibt auf bestimmte Verbrauchsmittel, es gibt auf Kraftstoffe eine Steuer, ja, eine hohe Steuer sogar auf den Diesel. Bei dem Diesel ist es so, dass in Deutschland ein Teil dieser Steuer zurückerstattet wird. Das heißt also, wir zahlen beim Händler den vollen Dieselpreis, deklarieren übers Jahr, wie viel Liter Diesel wir gekauft haben und erhalten am Jahresende auf Antrag, ja, es ist ein bürokratisches Verfahren, auf Antrag einen gewissen Teil dieser Steuer zurück. Das ist also eine Fördermaßnahme des deutschen Staates für die einheimische Landwirtschaft. Wir müssen allerdings eng nachweisen, dass diese Menge an Diesel wirklich für Agrarziele, also für die landwirtschaftliche Produktion verwendet worden ist. So ist also erstmal das Steuersystem. Ja, das sind die wesentlichen Steuerarten, wo Landwirtinnen und Landwirte also Steuern zahlen müssen. So, für große und kleine Betriebe ist das nicht wirklich unterschiedlich in der Wirkung. Es gibt allerdings eine Vereinfachung, die in der Regel nur für kleine Betriebe zutrifft. Und zwar ist das die sogenannte Steuerpauschalierung. Als Kleinlandwirt bezahlen Sie natürlich die volle Umsatzsteuer an ihre Lieferanten. Also für den Diesel oder für das Pflanzenschutzmittel zahlen sie 19% Umsatzsteuer. Die gehen raus aus dem Betrieb. Und wenn sie Einnahmen haben, dann können sie deklarieren der Steuerbehörde gegenüber, dass sie ein Pauschalierer sind. Dann nehmen sie nicht 19% ein an Umsatzsteuer auf das Getreide oder auf das Fleisch, was sie abliefern, sondern nur 10,7%.
Und Sie haben damit den großen Vorteil, dass Sie keine Steuererklärung machen müssen. Das gewährt man kleinen Landwirtschaftsbetrieben als Vorteil, damit sie nicht selbst eine Steuererklärung machen müssen, was sie vielleicht gar nicht können. Und andererseits keinen teuren Steuerberater beschäftigen müssen, der ihnen am Ende noch ganz viel Geld wieder abzieht. Ja, diese Regelung gibt es für Kleinbetriebe. Ich sage Ihnen, dass das für Schweinemäster sehr rentabel ist. Also für alle Leute, die eine hohe Eigenleistung im Betrieb erzielen. Für Leute wie mich, der ich vor allen Dingen Fremdleistung einsetze, ja, ist das indiskutabel. Ja, es ist nicht rentabel. Und auch für die vielen kleinen Waldbesitzer zum Beispiel, die alles durch Dienstleister machen lassen müssen, weil sie gar keine eigenen Maschinen haben. Für die ist also eine Pauschalierung wirtschaftlich nicht sinnvoll. Aber für diejenigen, die mit einer hohen Eigenleistung arbeiten, ist das also eine gute angepasste Möglichkeit. So, die Pachthöhen unterscheiden sich, ja, vielleicht auch ein wenig, ob es ein Kleinbetrieb ist oder ein Großbetrieb, aber es unterscheidet sich die Pachthöhe vielmehr danach, in welcher Region eine Fläche liegt und welche Nutzungsmöglichkeiten dafür bestehen. Wenn Sie Flächen haben, die nur aus Sand bestehen und die eigentlich keiner haben will und wo Sie auch kaum Getreide anbauen können, dann werden Sie da vielleicht 50 oder 100 oder 150 Euro Pacht pro Jahr bezahlen. Wenn Sie Flächen haben, auf denen Mais für Biogas angebaut werden kann oder ertragreiche Standorte 80, 90, 100 Doppelzentner pro Hektar Ertrag geben, da werden Sie sicher auch 400, 500 oder 600 Euro Pacht bezahlen müssen als Landwirt. Wir haben sehr gefragte Standorte, in denen über 800 Euro Pacht pro Hektar und Jahr bezahlt werden. Das ist allerdings mit normalen Mitteln nicht mehr zu erwirtschaften. Und Betriebe, die in Größenordnung solche teuren Flächen haben, haben ein großes Problem. Also wichtig, die Flächeneigentümer muss man pflegen, mit ihnen muss man gute Kontakte halten, aber man darf ihnen nicht zu viel bezahlen. So viel vielleicht erstmal dazu. Wenn weitere Fragen sind, kommen Sie gerne auf mich zu. Vielen herzlichen Dank, Herr Tanneberger. Ich glaube, Sie haben eben sehr, sehr gut diese drei Fragen beantwortet. Besteuerung, kleine, größere Landwirte oder Unternehmen und auch über eben Bodenverhältnisse und Pacht. Gebühren dafür. Also ich sehe jetzt im Chat keine Fragen. Deshalb noch einmal vielen herzlichen Dank, dass Sie Ihre Erfahrungen uns hier mitgeteilt haben. Das war wirklich interessant und nützlich, glaube ich, für die Gemeinden, damit sie das eben verspüren, wenn sie eben Konsensus finden unter wichtigsten Akteuren vor Ort, dann können Sie schon bestimmte Mittel bekommen, eben aus dem örtlichen Haushalt und von der Europäischen Union oder verschiedene Grants und so weiter. Also wirklich in der Welt gibt es viel Geld. Also das Wichtigste ist, wie man an das Geld rankommt. Und wenn man Konsensus findet, dann ja, natürlich kann man dann diese Gelder nutzen, Kosten nutzen zugunsten der Gemeinde und zu nutzen der Mitbürger. Deshalb noch einmal vielen Dank. Wir hoffen, dass wir uns morgen wiedersehen, Jana, mit anderen Gemeinden. Und dann können wir vielleicht auch andere interessante Fragen und Erfahrungen besprechen. Wir gehen jetzt weiter, sehr geehrte Teilnehmer. Jetzt besprechen wir Bodenfragen. Danke. Ich glaube, dieser Blog sollte für Sie auch sehr interessant und sehr wichtig sein. Und wir können hier ja ein bisschen eben von ausländischen Erfahrungen hören, aber wir können dann auch Antworten bekommen auf die Fragen, die Sie betreffen. Ja, also ich glaube jetzt, wir können
vielleicht noch einen Kommentar bekommen über Pakte, ja, was darauf Einfluss nimmt und wie sind die Paktgrößen zum Beispiel in Deutschland. Ich glaube, dass diese Frage könnten wir jetzt unserem nächsten Referenten stellen, der uns kurz eben die Bodenkomponente des APD-Projektes vorstellt. Jetzt hat das Wort Herr Audrius Paura. Maria, bin ich zu hören? Ja, alles gut. Ja, vielen Dank, Maria. Liebe Gäste, sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Seminar aus Berlin. Mein Name ist Audrius Paura und ich vertrete das Unternehmen, die BVVG. Und im Folgenden möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick über das Unternehmen und seine Aktivitäten in der Ukraine bei der Umsetzung der Komponente Boden des Projektes APD geben. Die BVVG wurde zu Beginn der 90er Jahren gegründet und ist bereits seit fast 30 Jahren sozusagen auf dem Markt. Man kann sagen, das Unternehmen ist fast genauso alt wie die Ukraine nach der Wiedererlangung der Unabhängigkeit. Und ja, sie haben ja bereits in diesem Jahr ihr Jubiläum gefeiert. Wir feiern erst im kommenden Jahr das 30. Jubiläum des Bestehens des Unternehmens. Aber schon jetzt möchte ich Ihnen natürlich auch ganz herzlich gratulieren zu diesem schönen Jubiläum. Und sehr erfreulich und natürlich begrüßenswert ist es, dass gerade in diesem besonderen Jahr für Sie so viele wichtige Reformen umgesetzt werden und so viele Gesetze aus dem Bodenbereich entweder in Kraft getreten sind beziehungsweise verabschiedet wurden. Und das Ziel dieser Gesetze ist eben, Sie als Vertreter der territorialen Gemeinden zu bestärken. Und wir sehen natürlich als BVVG, als das Auslandsbüro der BVVG, auch unser Ziel, unsere Mission, Sie bei diesen Reformvorhaben zu unterstützen. Und bei diesen Reformen geht es natürlich um die Stärkung der Kompetenzen der territorialen Gemeinden. Da sind eine Reihe von Gesetzen, die jetzt in diesem Jahr, wie gesagt, entweder verabschiedet oder in Kraft getreten sind zum Thema Raumplanung, Öffnung des Bodenmarktes, Dezentralisierung und die Deregulierung der Bodenbeziehungen. Und hier sind wir als deutsches Unternehmen natürlich auch dabei, Sie bei der Umsetzung von diesen Reformen zu unterstützen. Und eingangs habe ich bereits gesagt, dass das Unternehmen zu Beginn der 90er Jahren gegründet wurde. Und Sie können sich natürlich schon gut vorstellen, dass die Gründung des Unternehmens in einem direkten Bezug zu der Wiedervereinigung der Bundesrepublik Deutschland, des Landes Deutschland stand. Und hier wurde das Unternehmen BVVG mit dem Auftrag beauftragt, die ehemaligen land- und forstwirtschaftlichen Flächen aus dem ehemaligen Bestand der DDR zu privatisieren. Also das ist unsere Hauptaufgabe, das ist unser gesetzlicher Auftrag und diesen gesetzlichen Auftrag verfolgen wir jetzt schon bald seit fast 30 Jahren. Und hier gibt es natürlich auch gewisse Parallelen, denn diese Flächen aus dem Bestand der ehemaligen DDR, die gehörten früher zu den sogenannten landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften und was im ukrainischen Fall wahrscheinlich den ehemaligen Kolchosen entsprechen würde. Und unser Unternehmen hat diese Flächen von den ehemaligen LPGs übernommen in die eigene Verwaltung und
mit dem Ziel, sie sukzessive zu privatisieren. Und jetzt befindet sich unser Unternehmen in der Abschlussphase, vielleicht kann man auch so sagen, seine Existenz. Das heißt also, die Flächen, die wir ursprünglich verwaltet haben, also das Portfolio ist so gut wie aufgebraucht, sowohl was die landwirtschaftlichen als auch was die forstwirtschaftlichen Flächen anbelangt. Aber umso mehr natürlich hat sich das Unternehmen in Richtung Auslandsberatung entwickelt. Und hier kommen wir auch zu diesem Thema. Auf dieser Folie sehen Sie die wichtigsten Stationen, die wichtigsten Aufgaben unseres Unternehmens im Laufe seiner Existenz. Und seit der Jahrtausendwende ist unser Unternehmen dann zunehmend aktiv geworden im Auslandsberatungsgeschäft. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil das Unternehmen natürlich im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahrzehnte eine sehr wichtige, eine sehr wertvolle Expertise in Bezug auf die effiziente, effektive Verwaltung von landwirtschaftlichen Flächen aufgesammelt hat. Und diese Expertise wurde zunehmend auch im Ausland gefragt. Das heißt, wir haben zunehmend auch Anfragen erhalten, fachlicher Austausch zu bestimmten Themen. Und um diesem Auftrag dann gerecht zu werden, wurde im Unternehmen so eine Einheit gegründet, das sogenannte Auslandsbüro. Und dieses Auslandsbüro existiert auch bis heute. Und natürlich auch mit der Zeit haben unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem Unternehmen eine Expertise sozusagen entwickelt, die sozusagen auch im Ausland dann vermittelt werden kann. Und das machen wir sehr gerne seit bald 20 Jahren. Und die Ukraine war übrigens eines der ersten, wenn nicht das erste Land, wo wir sozusagen beratend aktiv geworden sind. Denn das war bereits im Jahr 2002. Unsere ersten Projekte in der Ukraine beziehungsweise Aktivitäten zum Thema Landmanagement. Und seit 2006 sind wir dann im Rahmen des bilateralen Projektes, also das Ganze wurde dann mit der Zeit auch institutionalisiert und das Projekt APD wurde ins Leben gerufen und seit 2006 sind wir hier sozusagen mit der sogenannten Bodenkomponente vertreten. Und unser Ansatz war von Anfang an, ging es um den nachfrageorientierten Dialog. Und natürlich freuen wir uns sehr immer, wenn diese Nachfrage da ist. Und wir beobachten tatsächlich, dass gerade in den letzten Jahren diese Nachfrage deutlich auch zugenommen hat. Das hat natürlich auch mit den politischen Rahmenbedingungen was zu tun und natürlich mit der aktuellen Bodenreform, die jetzt ganz sozusagen stark in Angriff genommen wurde in den letzten Jahren. Und bei unseren Aktivitäten orientieren wir uns an mehrere Schwerpunkte. Hauptsächlich richten sich unsere Aktivitäten an die Vertreter der zentralen Ebene, also Staatsgeokataster, ist auch so eine Partnerbehörde, Partnerorganisation auf der Seite des ukrainischen Staates, dann natürlich das Parlament und die Regierung, die entsprechenden Ausschüsse. Und jetzt in den letzten Jahren natürlich mit der Verwaltungsreform und mit der im Zuge der Dezentralisierung orientieren wir uns dann mit unseren Aktivitäten zunehmend auf die Lokalebene, auf die Ebene der territorialen Gemeinden und versuchen sozusagen, die Bedarfe, die Nachfragen aufzugreifen und entsprechend dann unsere Inhalte zu bestimmten Themen anzubieten.
Und ebenso unterstützen wir auch, leisten wir eine Unterstützung beim Aufbau von fachlichen Kapazitäten, denn ich glaube, dieses Thema ist natürlich und bleibt auch in Zukunft sehr aktuell. So viele Reformen werden gleichzeitig in Angriff genommen, umgesetzt, und natürlich dafür braucht man auch entsprechend fachliche Qualifikation, fachliche Kapazitäten, Verständnis, Bewusstsein, worum es sozusagen geht, um wie man am besten diese gesetzlichen Vorgaben umsetzt. Und einen wichtigen Anteil von unseren Aktivitäten nimmt auch Beratung zu Gesetzesvorhaben. Und so hat die BVVG zum Beispiel die deutschen Erfahrungen im Rahmen von verschiedenen Rundtischen, Beratungsrunden mit, im Austausch mit unseren ukrainischen Kolleginnen und Kollegen zu verschiedenen Themen behandelt. Zum Beispiel das Thema Raumplanung stand und steht jetzt natürlich seit Inkrafttreten des Gesetzes 711 eine wichtige Rolle, auch bei unserem bilateralen Austausch, aber auch elektronische Auktionen, die zum Beispiel auch von unserem Unternehmen seit Jahren praktiziert werden, wurden auch das Thema schon mehrfach in verschiedenen Konstellationen behandeln. Aber auch natürlich im Vorfeld der Öffnung des Bodenmarktes, da haben wir uns auch sozusagen ausgiebig zu der Situation in Europa und natürlich namentlich auch in Deutschland ausgetauscht, wie die Marktprinzipien funktionieren und worauf man eventuell auch achten sollte, wenn man den Bodenmarkt sozusagen öffnet. Und auch jetzt sind wir aktiv und wir natürlich sehen, dass in der Ukraine weiterhin auch gesetzlich sozusagen aktiv gearbeitet wird, zum Beispiel in den letzten Monaten. Noch vor der Sommerpause wurden zwei Gesetzesentwürfe zum Thema Flurbereinigung eingebracht. Ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiges Thema für Sie als Vertreter der territorialen Gemeinden, um sozusagen die Ressource Boden nicht nur effizient, sondern auch nachhaltig zu bewirtschaften. Kommen wahrscheinlich nicht drumherum um dieses Thema Flurbereinigung. Und da arbeiten wir jetzt momentan an einem sehr interessanten Buchprojekt. In diesem Buch werden die Prinzipien, Flurbereinigungsprinzipien aus Deutschland für das ukrainische Fachpublikum vorgestellt. Und dieses Buch in Zusammenarbeit mit der Nubib-Universität soll noch in diesem Jahr erscheinen. Und ich habe heute in den Nachrichten auch gesehen, dass Ihr Minister Roman Leschenko jetzt auch einen Entwurf vorgestellt hat zum Thema schonender Umgang mit landwirtschaftlichen Böden, also Bodenschutz. Und hier möchten wir natürlich auch europäische und deutsche Erfahrungen sehr gerne mit Ihnen teilen, denn ja, die Bodenressource ist ja nicht unendlich und deshalb sollte man tatsächlich versuchen, damit schonend umzugehen. Und es ist uns natürlich sehr bewusst, also dass solche Reformen, die Bodenreformen, nicht über Nacht passieren. Also solche Reformen sind langwierig, brauchen natürlich, erfordern einen langen Atem. Und das zeigt auch unser eigenes Beispiel auch in Europa, in den Ländern der Europäischen Union, aber auch in Deutschland natürlich erhitzen sich sehr schnell die Gemüter, wenn es um das Thema Boden geht. Und mein Rat vielleicht deshalb an Sie, also bewahren Sie Geduld und bleiben Sie natürlich konsequent bei Ihren Reformvorhaben. Denn nun haben Sie ja sozusagen als Vertreter der territorialen Gemeinden die Kompetenzen und natürlich auch die Ressourcen, also mit der Übertragung der landwirtschaftlichen Flächen ins Eigentum der territorialen Gemeinden haben Sie natürlich ganz andere Möglichkeiten jetzt auch für die
Zukunft. Und wir natürlich freuen uns sehr über diese Möglichkeit, Sie weiterhin nach Kräften bei Ihren Reformvorhaben zu unterstützen. Und freuen uns natürlich auf die weiterhin gute Zusammenarbeit mit Ihnen. Und zum Schluss möchte ich Ihnen alles Gute bei der Wahrnehmung der neuen Aufgaben wünschen und natürlich bei dem Voranbringen der territorialen Gemeinden zum Wohle der ukrainischen Bevölkerung. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Дуже дякую, Аудріус. Дякую, Аудріус. Ich möchte von dir auch ein kleines Kommentar bitten. Wie wird Boden in Deutschland, Grund und Boden in Deutschland besteuert? Wir hatten so eine Frage. Wie gibt es dann Unterschiede für verschiedene Unternehmen? Soll dann zum Beispiel ein Betrieb weniger Bodensteuer zahlen, Grundsteuer zahlen und ein anderes Unternehmen ein bisschen? Und kannst du ein bisschen auch die Frage mit der Pacht in Deutschland ein bisschen charakterisieren, was besonders was die Preise angeht? Gibt es da Unterschiede für kleinere und größere Unternehmen? Ja, also was unser Unternehmen anbelangt, so hat sich tatsächlich das so entwickelt, dass nach der Gründung, nach der Zuteilung von dieser Aufgabe, die Flächen aus der ehemaligen DDR zu verwalten, dann tatsächlich das Unternehmen zunächst überwiegend gepachtet hat. Es hat einen bestimmten Grund gegeben, denn im Unterschied zu der Ukraine, wo das Thema Restitution vielleicht auch keine Rolle gespielt hat, aus bestimmten historischen Gründen, gab es hier natürlich auch Restitutionsansprüche aufgrund der Teilung Deutschlands. Und deshalb hat unser Unternehmen in den ersten Etappen seiner Existenz überwiegend Flächen gepachtet. Und das gibt es natürlich auch heutzutage. Aber das Ziel des Unternehmens war natürlich, also diese Flächen, das waren über mehrere Millionen Hektar landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Fläche, die wir sozusagen verwaltet haben in den 90er Jahren, sukzessive zu privatisieren. Also das war der wesentliche Auftrag und die Hauptaufgabe des Unternehmens. Nur, das sollte natürlich nach und nach geschehen, um keine Verzehrungen auf dem Bodenmarkt sozusagen zu initiieren. Und deshalb empfehle ich und wir als Unternehmen auch diesen Ansatz in der Ukraine zu verfolgen. Sie haben natürlich als Vertreter der territorialen Gemeinden momentan auch keine Möglichkeit, die Flächen zu verkaufen. Erstmal zu verpachten, aber sobald es tatsächlich so weit ist und sollten Sie einmal dann auch diese Möglichkeit haben, die Flächen zu verkaufen, sich auch damit nicht zu beeilen, denn die Erfahrung auch aus Europa zeigt, dass es dann deutlich schwieriger ist, diese Flächen wieder sozusagen zurückzubekommen und natürlich unter den ganz anderen Konditionen, wenn es zum Beispiel um irgendwelche Infrastruktur Projekte geht, wo man diese Flächen, die man vielleicht mal schon im Besitz hatte, auf einmal wieder auf dem Markt kaufen soll. Und die Preise natürlich auch ziehen auch in Deutschland an. Also wir sehen, dass in der Ukraine der Bodenmarkt sozusagen auch sich in so einem Stadium noch befindet, im ersten vielleicht Entwicklungsstadium. Aber die Tendenz wird natürlich wahrscheinlich auch so wie auf anderen Märkten in Europa sein, dass die Bodenpreise sowohl für Pacht als auch für natürlich Verkauf sich auch erhöhen werden. Das ist natürlich nicht unproblematisch. Deshalb gibt es auch eine Reihe von gesetzlichen Möglichkeiten, wie man da so die Bodenkonzentration
Einhalt gebietet. Und da sind wir natürlich auch sehr interessiert, also diese Erfahrungen zu teilen und sind auch da offen sozusagen für weitere Gespräche. Дуже дякую, дякую за... vielen Dank, Audrey, für diese Ratschläge, für diese Hinweise. Und ich glaube, die Gemeinden das alles nehmen das alles mit. In erster Linie sollen sie sich ganz genau überlegen, ob sie diese Flächen verkaufen sollen oder sie dann später für den Nutzen der Gemeinden nutzen können. Und vielleicht auch für die Infrastrukturprojekte, für die Investitionsprojekte, für die Bewerbung, Beschaffung der Investitionen. Ohne Gewerbe, wenn dann ein Unternehmen keinen Standort bekommen, dann kommt es einfach in diese Gegend nicht. Vielen Dank, Audius. Und wir kommen jetzt zum ukrainischen Blog der Bodenfragen und ich möchte Andrei Koschel mal zum Wort einladen. Er leitet die Landunion der Ukraine. Schönen guten Tag. Bin ich gut zu hören? Sie haben schon auch gehört, zum Teil, dass sich unsere Zuhörer auch für Pachtverhältnisse interessieren, Pachtbeziehungen interessieren. Könnten Sie mal auch uns erzählen, wie diese Pachtverhältnisse Beziehungen bei uns aussehen und was die Gemeinden davon bekommen können? Im Frühling kam also das Ereignis, auf das alle, der zustande, auf das alle sehr lange gewartet haben. Die staatlichen Flächen wurden dann an die kommunalen, ins kommunale Eigentum übertragen. Und wir haben dafür auch sehr lange gekämpft. Viele Punkte aus der Bodendezentralisierung übernahmen wir aus den deutschen Erfahrungen. Wir danken unseren Kollegen, die uns gezeigt haben, wie die Gemeinden in Deutschland ihre Flächen verwalten, wie diese Zweckbestimmung verändert wird, wie dann dieser Nutzungszweck verändert wird, wie der Stadtbau da funktioniert. Und wir nutzen nicht nur diese Ansätze, nicht nur irgendwelche eigenen Ideen, wir nutzen und wir setzen schon erfolgreiche Erfahrungen aus Deutschland ein. Also die Gemeinden, die territorialen Gemeinden bekamen diese Flächen in ihr kommunales Eigentum und jetzt treten sie als Verpächter nach den Pachtverträgen, die dann früher abgeschlossen wurden. Früher trat als Verpächter also Grundkataster auf und noch früher die staatlichen Oblastverwaltungen. Und sie haben schon, sie sollten eigentlich solche Verträge haben. Aber wenn Sie da noch weitere Informationen über diese Pachtverträge brauchen, dann würden wir Ihnen empfehlen, sich an die regionalen Bodenverwaltungen zu wenden. Wenn Sie da kein offenes Ohr treffen, dann schreiben Sie einfach an die Zentrale des Grundkatasters an Herrn Miroschnitschenko, der dann auch diese Fragen kontrollieren wird, dass diese Informationen Ihnen bereitgestellt werden. Außerdem möchte ich noch darauf hinweisen, ab dem 1. Juli ist bei uns der Markt der landwirtschaftlichen Flächen gestartet und alles entwickelt sich zurzeit sehr langsam. Der Übergang der Eigentumsrechte auf Grundstücke führte zur automatischen Kündigung des Vertrages gar nicht. Und der Pächter gehört zu diesem Vorzugsrechten, Vorzugspersonen, die dann das Vorzugsrecht bekommen, so ein Grundstück zu kaufen. Aber die Beziehungen auf dem und diese Verhältnisse auf dem Bodenmarkt sind ganz kompliziert und deswegen
glaube ich, ihre Bürger, die Bürger von ihren Gemeinden so einen Bedarf haben, dass ihnen auch diese einzelnen Punkte erklärt werden sollten. Und in ihren Kommunen sollten sie eigentlich bestimmte Behörden gründen, bilden. Und in diesen Behörden, in diesen Ämtern können dann die gekündigten Mitarbeiter des Grundkandidaten arbeiten. Das sind schon tausende Flurbereiniger, die auch in unserem Grundkataster, staatlichen Grundkataster gearbeitet haben. Die wurden also gekündigt, weil bei uns jetzt die Dezentralisierung und Optimisierung der Verwaltung vollgezogen wird. Und diese ehemaligen Mitarbeiter können auch großen Nutzen für ihre Gemeinden bringen. Sie können auch zusätzliche Finanzquellen für ihre Kommunen finden. Sie helfen ihnen, richtige Entscheidungen zu treffen. Aber das ist alles so absolut im Allgemeinen. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, dann gebe ich noch weitere Kommentare ab. Пан Гавриш, ви не в тому каналі, вибачте. Я дякую. Я вих. Also, das ist so, dass eben neben der Markt der Bodenmarkt von landwirtschaftlichen Grundstücken ist eröffnet, obwohl da jetzt keine Aktivitäten sind, aber das führt ja dazu, dass wir dass eben die Preise für die Verpachtung von solchen Grundstücken in die Höhe so langsam schießen. Also so, das ist ein Trend im Prinzip, vielleicht ein Trend von den letzten 5-7 Jahren. Und für eben örtliche Gemeinden, für ländliche Gemeinden ist es so, dass eben die Besteuerung, die eben existiert, anhand von früheren Verträgen und so weiter, also so viel ich mir bekannt ist, also dass eben diese Besteuerung dann oder diese Steuern dann in die Haushalte von lokalen Gemeinden kommen. Im Parlament gibt es noch so ein Gesetzesentwurf 2600, und dieser Gesetzesentwurf sieht vor, sozusagen minimale Besteuerung pro Hektar. Worum geht es? Dass eben, dass ein Teil von unseren Grundstücken landwirtschaftlicher sozusagen Bestimmung ist, dass sie eben halb legal, halb illegal bewirtschaftet werden. Die sind registriert dann im Kataster, im Rechtsregister, und so werden Steuern bezahlt. Aber wenn dann eben ein Landwirt eben mit dem Eigentümer eine Absprache getroffen hat, dann wird alles einfach in bar bezahlt und die örtlichen Haushalte bekommen überhaupt nichts. Und eben der Eigentümer weiß schon natürlich, dass eben der Boden dann nicht so genutzt wird, wie er sein muss, aber er duldet das, weil er eben Gelder dafür bekommt. Deshalb dieser Gesetzentwurf sieht ja vor, dass eben pro Hektar eine minimale Besteuerung zustande kommt, also vielleicht 4% von der normativen Einschätzung des Grundstückes, und in 2 Jahren dann oder 2 Jahre später dann 5% von dieser normativen Bewertung des Grundstückes. Und das sind eben die Mittel, die dann eben in die örtlichen Haushalte kommen und so viel mir bekannt ist. Nach den Berechnungen von dem Agrarausschuss könnten es pro Jahr etwa 13 Milliarden Hryvnia sein. Ja, deshalb glaube ich, dass Sie schon daran interessiert sein sollten. Und also ungefähr so. Ja, danke schön. Ich glaube, dass eben unsererseits schon unsere Gemeinden daran Interesse haben. Wir haben auch heute gehört, dass er, also der Berater des Ministeriums hat ja gesagt, dass eben das Ministerium das auch unterstützt, sozusagen, dass dieser Gesetzesentwurf auch verabschiedet wird. Deshalb glaube ich, dass die Gemeinden dann schon große Chancen haben, dann letzten Endes sozusagen hier zu siegen. Also auch alle Teilnehmer lade ich dazu ein, einfach direkte Fragen zu stellen an André. Also bitteschön. Solange Sie sich das alles überlegen, dann
dann komme ich auf die Fragen zurück, die wir am Anfang gestellt haben. Also es ging um Schwierigkeiten, dass die Zielbestimmung dann verändert muss. Zum Beispiel, wenn jetzt eben die Gemeinden diese Grundstücke schon bekommen haben und es gab auch Grundstücke sozusagen für Landwirte und gibt es jetzt Chancen, dass man da irgendwie diese Zielbestimmung verändert? Wie kann da die Gemeinde tätig werden? Eine sehr gute Frage. Und hier gibt es auch zwei Aspekte. Also der erste Aspekt wäre also eben die Veränderung dieser Zielbestimmung und der zweite Aspekt, auf welche Weise die Organe der kommunalen Selbstverwaltung diese Prozesse kontrollieren können, ob eben Grundstücke zweckbestimmend bewirtschaftet werden. Der erste Aspekt am 24. Juli dieses Jahres, also ist in Kraft das Gesetz 711 in Kraft getreten und das ist ja ein interessantes Gesetz. Und dem Wesen nach verbindet dieses Gesetz zwei verschiedene Bereiche, Flurbereinigung und Städtebau. Ja, früher war es so, dass eben Flurbereinigen ihre eigene Dokumentation hatten, ungeachtet dessen, ob städtebauliche Dokumentation existierte oder nicht. Und die Architekten haben dann für sich selber was gemalt, sozusagen, ungeachtet dessen, wie die Zweckbestimmung von Grundstücken war. Und jetzt eben diese Dokumentationen müssen eine Einheit bilden. Das sind europäische Erfahrungen, sonnige Erfahrungen. Wir haben das in Deutschland studiert mit dank unseren Freunden aus dem APD. Und eben so ein Ansatz erlaubt das ihnen, den Gemeinden ja dann auch selbst zu bestimmen, wie man das eine oder das andere Grundstück dann nutzen kann im Rahmen ihrer Ortschaft, aber auch außerhalb der Ortschaft. Und es muss so ein komplexer Plan entwickelt werden, der Entwicklung der Gemeinde. Also das ist so ein Hybrid von, wie ich gesagt habe, von Flurbereinigung und Städtebau. Also das Gesetz ja ist in Kraft getreten vor wenigen Monaten und ja, es gibt nur noch Pilotprojekte dazu. Zum Beispiel die Vertretung des Bodenverbandes in der Oblast Kharkiv arbeitet jetzt an einigen Projekten in dieser Hinsicht und ja, sozusagen, wir sammeln jetzt erste Erfahrungen. Und ich glaube, dass wir noch 2-3 Monate brauchen. Da können wir die ersten Projekte sehen, wie die umgesetzt werden. Und dann gewinnen wir ein besseres Verständnis, wie wir eben diese Zweckbestimmung des Grundstückes verändern können. Also das Gesetz ist wirklich so richtig, macht im Prinzip eine richtige Revolution eben in diesem Bereich und ist schon beschlossen, eine Verordnung des Ministerkabinetts. Also das sieht vor, wenn wir zum Beispiel ein öffentliches Gebäude haben und wenn der Grundstückseigentümer so eine in der Akte steht, dass da zum Beispiel ein Hochhaus stehen muss und der möchte dort eine Schule oder ein Krankenhaus bauen und so weiter, dann diese Verordnung, wie gesagt, sieht vor, dass im Rahmen einer Zone gibt's sozusagen eine Auflistung von Zweckbestimmungen, die da im Rahmen dieser Zone existieren können. Und der Grundstückeigentümer kann dann selber ganz einfach einen Antrag stellen an den Bodenkataster und eben die Zweckbestimmung dann verändern, ohne Entwicklung eines ganzen Projektes. Und das beschleunigt natürlich die Prozesse, die Bauprozesse natürlich. Und so können auch schnelle Investitionen angezockt werden, weil das System, das früher existiert hat, das, wenn man da auch schnell gearbeitet hat, dann hat man 9 Monate mindestens gebraucht, aber manchmal auch 1 Jahr, 1,5 Jahre, um das alles in Gang zu bringen. Und jetzt können Sie eben die unmittelbaren
Einfluss nehmen auf ihre Zonen, wo sie sozusagen landwirtschaftliche Produktion haben, wo sie Gewerbe haben, wo sie eben dann öffentliche Gebäude haben möchten. Und andererseits können sie dann oder werden sie dann sehr viel Zeit nicht mehr verlieren. Ja, das war eben der erste Aspekt. Und der zweite Aspekt, ja, es geht darum, dass eben das Gesetz über Bodendezentralisierung sieht vor, dass eben die Organe der kommunalen Selbstverwaltung dann Funktionen der staatlichen Inspektion übernehmen können. Zurzeit macht das der staatliche Geokataster und dort gibt es eben Inspektoren, die dann prüfen, wie dann eben Bodengesetzgebung eben erfüllt wird. Und es gibt nicht viele von diesen Inspektoren und man macht das jetzt überhaupt nicht effizient und niemand im Prinzip prüft, wie dann Grundstücke genutzt werden, zweckbestimmen oder nicht. Und eben, das war eben das Gesetz 1423 und da ist vorgesehen, wie gesagt, dass Sie als Gemeinden dann eben diese Funktionen übernehmen können vom Bodeninspektion. Sie können das sozusagen schauen, ob die Grundstücke der zweckbestimmend genutzt werden, dann können Sie auch kontrollieren, wenn dann illegale Übernahme stattfindet von Grundstücken. Und drittens können Sie dann auch schauen, wo einfach Unkraut wächst und nichts gemacht wird. Also das sind finanziell interessante Aspekte auch. Ausgehend davon, dass sie dann wirklich diese Prozesse verwalten können, die auf dem Territorium ihrer Gemeinde stattfinden. Wenn sie dann wirklich so ein Exekutivorgan bilden, wo sie wirklich erfahrene Flurbereinigende einstellen, ja eben diejenigen, die jetzt eben auf dem Marktplatz nach der Arbeit suchen, dann diese Inspektoren, eben von ihrer Gemeinde, werden dann diese Kontrollfunktion übernehmen und sie werden dann natürlich feststellen, wo eben Grundstücke nicht zweckbestimmend genutzt werden, dort wo beispielsweise Eigentümer was Grundstück hat, um was zu bauen und jetzt verläuft dort eine Straße oder vielleicht auch illegal hat man irgendwelche Grundstücke übernommen und so weiter. Und eben sozusagen illegale Übernahme, wenn sowas stattfindet, da kann auch ein Kriminalverfahren eingeführt werden oder eben eine erhöhte Pacht für solche Leute. Ja, oder wenn der Zaun nicht dort steht, wo er sein muss, entsprechend der Dokumenten sozusagen, wenn zum Beispiel ein Teil der Straße da sozusagen übernommen wurde, illegal, dann muss dafür bezahlt werden. Aber die Pacht muss erhöht werden und so können Sie natürlich solche Leute bestrafen. Und so auf diese Weise bekommen Sie natürlich sozusagen, da können Sie auch Ihre Einkommen erhöhen. Aber diese Funktion können Sie übernehmen erst in einem Jahr. Ja, also das Gesetz tritt in Kraft, wenn ich mich nicht irre, am 28. April nächsten Jahres. Da muss man nachschauen. Also das Gesetz, wie gesagt, Nummer 1423, also bis dahin müssen Sie eben entsprechende Fachleute finden, die sich da auskennen in der Bodengesetzgebung und müssen Sie auch natürlich entsprechende Organe bilden, mit entsprechenden Kompetenzen ausstatten, Finanzen bestimmen und so weiter. Vielen herzlichen Dank, André. Ich glaube, das ist ja auch im Prinzip eine Antwort oder teilweise eine Antwort auf die anderen Fragen, die wir besprochen haben. Wir haben darüber, dass eben die Mitbürger dann oder die Bürger natürlich von der lokalen Infrastruktur nicht zufrieden sind und versuchen, das zu verbessern. Aber ebenso kann die Gemeinde, wie Sie erzählt haben, auch darauf Einfluss nehmen, dass eben die Infrastrukturen dann verbessert werden, während eben auch bestimmte Territorien dann illegal übernommen wurden. Und dort könnte man diese strukturellen Projekte umsetzen. Eine andere Frage war eben, oder was Sie auch gesagt haben, Städtebau, Dokumentation, die Kollegen haben auch darüber gesprochen und eben im Kontext dessen, dass eben jetzt Rajons nicht mehr existieren, dass die aufgelöst wurden und jetzt eben diese Verbindung zwischen Oblast und Rajon
existiert nicht mehr so gut und eine Disbalanz ist entstanden, wie die Dokumentationen ausgearbeitet werden müssen. Also an wen muss man sich dann wenden? Also an die Gemeinde, an wen muss man sich wenden? Oder sind die Rajons noch imstande, was zu verlangen oder was zu geben? Also so wie ich das verstehe, also es geht um Entwicklung von diesen komplexen Plänen im Rahmen von Gemeinden, die eben was dann ab den Grenzen von Rajons anbetrifft und dann auch die Oblastebene, dort ist alles einfacher, dort werden Grenzen gesetzt. Also ich glaube, so hoch muss man nicht gehen. Ich würde das vorschlagen. Erstens, Sie müssen die Möglichkeiten finden, Inventarisierung von Grundstücken, von Böden zu machen, die Sie haben. Also Sie müssen begreifen oder verstehen, was Sie haben, welche Reserven Sie haben, welche Verletzungen Sie haben. Bei der Inventarisation findet man sehr viele Grundstücke, von denen man früher überhaupt keine Ahnung gehabt hat. Und damit kann man dann auch die ganze Inventarisation auch bezahlen. Sie müssen das auch so machen, dass die Folgen der Inventarisierung nicht sozusagen eine Momentaufnahme sind und dann mit jedem Tag an Aktualität verlieren. Sie müssen es so machen, dass die Inventarisation sich umsetzt in ein Programmprodukt und dass Sie dann wirklich ständig das alles, die Entwicklung verfolgen können. Und dafür gibt es einige eben Programmprodukte. Ich möchte jetzt keine Werbung machen für bestimmte Produkte. Sie müssen sich das selber anschauen. Wie gesagt, stellen Sie ein paar Fachleute ein von dem Bodenkataster oder wir können Ihnen auch unsere Kontakte geben, sozusagen, wenn Sie dann Programmprodukte brauchen, dann können wir behilflich sein oder wir können untereinander das alles auch ausmachen. Also Sie müssen Inventarisation machen, Sie müssen feststellen, was Sie haben und Sie müssen es erreichen, dass das ganze Bild ständig erneuert wird und Sie sozusagen diese Arbeit müssen Sie ständig führen. Und was das ist eben, dass diese Architekturorgane, die wir hatten, auf Rajon-Ebene, dass die jetzt im Prinzip sozusagen nicht mehr existieren. Also ich glaube, in der nächsten Zukunft können Sie normal diese komplexen Pläne entwickeln, kaum oder eben Flurbereitigung, Dokumente und Städtebaudokumente. Das ist ja schwierig. Wir sind jetzt eben in dieser Wendeperiode. Wer sich erinnern kann, da hatten wir die Periode, als eben das Gesetz 2013 über Bodenkataster in Kraft getreten ist, dann hatten wir so eine Adaptionsanpassungssituation, ein halbes Jahr oder mehr. Oder jetzt auch Öffnung des Bodenmarktes. Da haben wir wieder Problemfragen. Das sind wirklich komplizierte Prozesse und alles vorauszusehen ist wirklich sehr, sehr schwierig. All die Prozesse, die dabei entstehen. Und ich glaube, wir brauchen ein bisschen Geduld und wir müssen einfach verfolgen, wie sich die Situation entwickelt. Und ich glaube, hoffe ich nach dem Jahr, dass diese Prozesse dann besser funktionieren, effektiver funktionieren. Vielen Dank. Wir hoffen darauf auch. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Sie können noch jetzt zusätzliche Fragen stellen. Aber jetzt nutze ich einfach Fragen, die wir früher aufgeworfen haben. Und im Kontext ist der Text eben, dass wir Geduld brauchen. Vielleicht könnten Sie auch kommentieren die Frage, wie ist es diese kostenlose Privatisierung? Also die Gemeinden müssen das alles sozusagen leiden, also eben, dass jeder Bürger der Ukraine zwei Hektar sozusagen kostenlos bekommen kann. Also worauf müssen wir warten? Müssen wir uns einstellen? Das ist wirklich, also diese kostenlose Privatisierung, das ist eine wesentliche Frage. Und die meisten Experten in
Das sind die meisten meinen, dass es auch so eine Quelle für Dekoration sind und insgesamt die Bodenverhältnisse sind politisch sehr kompliziert. In die lokale Selbstverwaltung geht man sehr oft nicht um Probleme zu lösen, sondern um Flächen zu verkaufen, Grund und Boden zu verkaufen. Wir streiten daher auf, dass diese kostenlose Privatisierung auch möglichst mehr also minimiert werden soll, nur für die Wohnhäuser. Sie soll dann nur für die Wohnhäuser gelten, die also für die Flächen gelten, wo schon seit langem verschiedene Wohnhäuser stehen. Aber der Grund und Boden soll über Versteigerungen verkauft werden. Und wenn dann das parallel noch kostenlos verteilt wird, dann kommt es zum Dissonanz. Wir haben da bestimmte Gesetzesinitiative zu diesem Grund und bald sehen wir bestimmte Gesetzentwürfe und auch Gesetze, die dann diese kostenlose Privatisierung wesentlich einschränken könnten. Aber es sieht jetzt so aus, wie es früher auch der Fall war. Unabhängig von dem Wohnort hat jeder Bürger das Recht, kostenlos ein Grundstück zu bekommen. Und Sie und in Ihrem Zuständigkeitsbereich verfügen Sie über die Rechte, diese Grundstücke zu erteilen, zuzuweisen oder nicht zuzuweisen. Aber Sie wissen schon, fast alle Flächen schon verteilt wurden, und zwar vom Grundkataster später, aber zuerst auch von diesen Rajonverwaltungen. Und da gibt es natürlich verschiedene Ansichten, was diese Fragen angeht. Einige meinen, dass diese kostenlose Privatisierung auch gut ist, aber wir sehen, wie viele Skandale damit verbunden sind, wie viele Korruption drum und drum sich abspielt. Vielen Dank. In diesem Kontext gibt es da noch vielleicht noch Kommentar zur Aufteilung, zur Verteilung der Flächen von staatlichen Betrieben, oder Kommentare zu den Flächen der Akademie der Wissenschaften, welche Gesetzesinitiative es da gibt. Wir haben ja staatliche Betriebe. Und die Mitarbeiter haben da keine Rechte auf diese Grundstücke bekommen. Und jetzt liegt im Parlament so ein Gesetzentwurf, dass diese Unternehmen, diese kollektiven Betriebe nachverteilt, also die schon jetzt dann verteilt werden sollten. Und einen Teil von diesen Grundstücken bekommen dann die ehemaligen Mitarbeiter dieser Betriebe, einen Teil bekommen dann die Kommunen. Und einen Teil bekommen dann diese sozial Schwachen oder bestimmte Bevölkerungsgruppen mit bestimmten Privilegien. Es ist sehr kompliziert, diese Frage zu besprechen, weil wir dann diese Anteile, diese strittig sind, wer dann später diese Grundstücke bekommen könnte. Aber in der nächsten Zeit, ich glaube, bis zum Neujahr soll dieses Parlament schon dieses Gesetz ins Parlament eingereicht werden und es wird dann diskutiert. Und ins Parlament kann auch eine ganz andere Version des Gesetzentwurfs kommen. Und wenn dann dieses Gesetz insgesamt verabschiedet werden wird, das kann ich nicht sagen. Aber das steht alles unter Kontrolle. Der Agrarausschuss, die Verkommener Arada, arbeiten daran. Und wir hoffen, dass wir dann in der nächsten Zeit schon eine Lösung bekommen und dann die Entscheidung bekommen. Das bezieht sich auch auf die Flächen der Akademie, soweit ich verstehe. Da gibt es noch einen Aspekt. Wir haben da die staatlichen Betriebe noch nicht vollständig verteilt wurden. Und wir haben da staatliche Unternehmen, in deren verfügen staatliche Flächen liegen. Und dann haben wir diesen Unterschied zu ziehen, diese
Wir haben zum Beispiel ein Agrarcollege oder eine Akademie der Agrarwissenschaften und sie dürfen also über diese staatlichen Flächen verfügen. Sie sind keine Eigentümer, sie sind Nutzer von diesen Flächen und diese Einrichtungen versuchen, diese Flächen zu nutzen und so weiterzubringen oder zu verkaufen, obwohl sie dafür gar nicht berechtigt sind. Oder sie versuchen das auch unterpachten, so eine Unterpacht. Da gibt es noch sehr viele Verträge über die gemeinsame Tätigkeit und die gemeinsame Bearbeitung und so weiter und so fort. Und jede Einrichtung versucht irgendwie absolut frei über diese staatlichen Flächen zu verfügen. Aber das widerspricht dem Gesetz. Das wird von der Polizei kontrolliert. Das wird auch bestraft. Aber es gibt so eine Initiative, dass diese staatlichen Einrichtungen das Recht bekommen sollten, frei über diese Flächen zu verfügen. Sie dürfen natürlich diese Flächen nicht verkaufen, sie dürfen aber das verpachten, aber nicht so unter dem Tisch, sondern über das System Prozure, über die Versteigerungen. In erster Linie müssen da die Marktpreise angesetzt werden. Und diese Pacht geht dann nicht in die Tasche eines Rektors, sondern ins Budget einer Einrichtung. Das soll alles transparent bleiben. Das ist auch eine sich weltweit bewährte Praxis. In den USA haben fast alle großen Universitäten sehr viel Fläche im Eigentum haben. Die Universitäten verpachten diese Flächen und aus dieser Pacht finanzieren sie ihre Universität und ihre Lehranstalten weiter. Das sind diese zwei Probleme mit den Flächen, die jetzt in der Verfügung der staatlichen Einrichtungen liegen. So einen Gesetzentwurf gibt es, so einen Gesetzentwurf gibt es schon auch und wir hoffen, dass er schon bald behandelt wird. Und die letzte Frage, glaube ich, wie funktioniert zurzeit das System der elektronischen Versteigerung? Erstreckt sich dieses System auch auf die Gemeinden oder haben dann die Gemeinden auch andere Instrumente, um diese Fragen zu lösen? Wir haben Artikel 134 vom Bodengesetzbuch und da wird vorgesehen, dass alle Flächen im kommunalen und staatlichen Eigentum unbedingt über Versteigerung verpachtet und verkauft werden sollen. Natürlich gibt es da auch einige Ausnahmen, wenn da verschiedene Immobilien liegen, wenn da das Gebäude steht, wo die Versteigerungen unmöglich sind. Sie haben jetzt zwei Varianten. Sie können dann diese Grundstücke an die Bürger im Rahmen der kostenlosen Privatisierung zuweisen. Oder sie sollen das alles versteigern, oder sie sollen dann die Versteigerungen über Prozure durchführen, egal ob es um die Pacht oder um den Verkauf geht. Und ich möchte noch darauf hinweisen, dass die landwirtschaftlichen Flächen im kommunalen und staatlichen Eigentum nicht verkauft werden dürfen. Sie können sie das nur verpachten. Vor einer Woche wurde auch eine Verordnung des Ministerkabinetts beschlossen, wo das Verfahren der Versteigerung schon genau geregelt und beschrieben wird und natürlich zweifellos
sind Versteigerungen schon ein großes Instrument, mit dem man auch gute Preise bekommen kann. Und dieses Instrument ist einzusetzen. Vielen Dank, Herr Koschel, dass Sie diese Fragen beantwortet haben. Ich glaube, dass sie wirklich für alle Gemeinden aktuell waren. Sie wiederholen sich mehr oder weniger von einer Region zum anderen Region, wie wir das alles sehen und hören können. Und auf diese Weise können wir auch ein gemeinsames Bild bekommen, wo die Herausforderungen der Gemeinden stehen. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Das war Präsident der Landunion der Ukraine, Herr Andriy Koschel. Und wir haben da noch einen sehr wichtigen Punkt unseres Programms. Und dieser Punkt ist auch mit Bodenverhältnissen teilweise verbunden. Das ist die Tätigkeit von dem allukrainischen Verband zur Bekämpfung der feindlichen Übernahme. Und ich möchte jetzt das Wort an Herrn Dmytro Kulibaba weiterleiten. Um sich ganz kurz zu fassen, möchte ich ganz schnell sagen, unter Unterstützung des Programms CDC Agro unterstützen wir die Plattform, die auch gegen feindliche Übernahmen kämpft. Das ist so eine Vereinigung von den Rechtsanwälten und von weiteren Organisationen der Ukraine. Und zusammen treten wir auch wie eine einheitliche Front auf, um dann diese feindlichen Übernahmen in der Ukraine zu bekämpfen. In diesem Jahr und im nächsten Jahr versuchen wir, Studien zu feindlichen Übernahmen durchzuführen, um dann diese Schematik zu verstehen, um sie vorbeugen zu können. Jetzt haben wir schon diese intellektuellere feindliche Übernahmen. Das ist irgendwie Wegziehen von den Körperschafts-, von den Gesellschaftsrechten. Wir haben jetzt so eine Hotline für die Betroffenen, also diese, und er diktiert dann diese Telefonnummer, wohin dann die Grundeigentümer anrufen können, wenn sie schon so eine feindliche Übernahme, wenn sie mit so einer feindlichen Übernahme betroffen wurden. Sie bekommen da qualifizierte Hilfe bekommen. Und eben, ja, wir leisten auch eben diese nicht nur diese juristische Beratung, sondern auch Rechtsanwälte stellen wir zur Verfügung. Das ist sozusagen die zweite Rechtshilfe. Und wenn bei Ihnen Fragen entstehen, als bei Ihnen als Vertreter, Mitarbeiter von lokalen Gemeinden, da können wir eben dann Erläuterungen geben, eben zu verschiedenen Fragen, eben im Bodenbereich, dass sie sozusagen institutionell gestärkt werden. Also diese Plattform, öffentliche Anti-Raider-Plattform, so wie sie heute existiert, zählt 6 Organisationen, aber uns schließen dann auch andere Mitglieder an und sozusagen verstärken wir diese Front der Bekämpfung des Raiderings. Also sollten Sie Fragen haben, schreiben Sie an uns eben an dieser Plattform und welche Hilfe Sie brauchen oder rufen Sie an und Sie bekommen wirklich unsere Unterstützung, unsere Hilfe, damit Sie dann eben besser funktionieren und attraktiv sind. Ja, wenn konkrete Fragen da sind, dann bin ich bereit, die zu beantworten. Danke, Dmytro. Ich habe im Chat dann Ihre Nummer auch da noch einmal verankert. Ja, noch einmal kann ich die Nummer wiederholen für alle.
Ja, wer die Nummer braucht, also deshalb, also ich möchte auch hoffen, dass diese Nummer niemand braucht, aber für den Fall der Fälle, dann haben Sie jetzt die Möglichkeit, diese Informationen zuzukommen. Also ich bedanke mich bei allen Teilnehmern. Ich bedanke mich bei unseren Rednern und Dolmetschern, die uns erlaubt haben, ermöglicht haben, dass internationale Erfahrungen hier präsentiert wurden. Wir haben heute viele wichtige Themen besprochen, auch Kontext der ländlichen Entwicklung. Wir haben Probleme und Herausforderungen besprochen, die jetzt vor Gemeinden stehen. Wir haben auch die Meinung von Ministerium gehört, von der Oberstverwaltung. Wir haben da gehört, dass es doch schon Möglichkeiten bestehen, einiges zu verändern, zu verbessern, wenn wir bestimmte dann auch Ämter einführen, dass wir eben dann eben Fachleute für ländliche Entwicklung dann einstellen bei uns in den Gemeinden. Das sind interessante Vorschläge. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dann auch weitere Vorschläge entwickeln. Ich glaube, dass Sie schon an unserer Umfrage sich beteiligt haben. Wir schicken Ihnen noch einmal diese Fragebögen, wenn Sie die nicht bekommen haben. Damit wir wollen eben Ihre Meinung wissen, damit wir eine Vorstellung bekommen, wie Sie das alles dort verspüren, wie können Sie sich an der Gestaltung der Agrarpolitik in der Ukraine beteiligen. Also voriges Jahr haben wir die gleiche Umfrage gemacht und wir haben da gehört, dass es leider so ist, dass nur 10% von Gemeinden sich für solche halten, die wirklich ja dann sich so fühlen, dass sie eben an der Gestaltung der Agrarpolitik sich beteiligen können. Das ist natürlich nicht gut. Also wir möchten, dass sie sich aktiver beteiligen an diesen ganzen Prozessen, weil das auch einen unmittelbaren Einfluss hat auf ihr tägliches Leben, wie sie sich weiterentwickeln. Und wir werden alles Mögliche tun, dass ihre Meinung auch gehört wird auf der höchsten Ebene. Ich hoffe, dass wir uns auch wiedersehen am 2. Dezember, wo wir Ergebnisse von unserem Regionaltreffen vorstellen. Und ich glaube, dass Sie dann wirklich überrascht sein werden können. Wir werden dort Ihre Meinung auch präsentieren. Noch einmal Dankeschön für Ihre Teilnahme. Passen Sie auf sich auf. Alles Gute, dass wir uns wirklich bei den nächsten Veranstaltungen treffen können. Alles Gute und auf Wiedersehen.